Stürmische Zeiten stehen uns bevor und im Norden Deutschlands ist es heute am Freitag schon losgegangen. Da hat Tief Marita schon für erste Sturmböen gesorgt. Bei uns sah es heute aber teilweise noch richtig schön sonnig aus. Nur im Süden hielten sich anfangs noch dichte Wolken, da fiel gelegentlich auch noch ein bisschen Regen. Aber sonst war der Himmel zeitweise wolkenlos bei Temperaturen von 8 bis 10 Grad. In der Nacht ist der Himmel dann nur locker bewölkt oder auch mal sternenklar. Örtlich bildet sich Nebel. Es kühlt ab auf 3 bis 1 Grad. Morgen gibt es dann so ähnliche Temperaturen wie heute, also wieder rund 10 Grad. Und anfangs sieht es noch recht freundlich aus, doch später werden die Wolken dichter und zum Abend hin fängt es dann an zu regnen und auch der Wind frischt kräftig auf. Auch in und rund um Augsburg wird es dann zum Abendessen recht ungemütlich, aber davor sieht es noch nett aus. Mit Sonnenschein später ziehen ein paar Wolkenfelder auf bei maximal 11 Grad. In Nordschwaben, da starten wir noch mit Sonnenschein in den Tag. Später werden die Wolken von Nordwesten her dichter. Der Wind frischt allmählich auf und gegen Abend müssen wir mit ersten Regentropfen rechnen. Die Temperaturen steigen zuvor auf 8 bis 10 Grad. Und in Westschwaben sieht es ähnlich aus. Zuerst ein netter Mix aus Sonnenschein und ein paar lockeren Wolken. Erst gegen Abend zieht es dann von der Donau her immer mehr zu. Da frischt dann der Wind auch kräftig auf. Das sind dann vereinzelt sogar stürmische Böen möglich bei bis zu 10 Grad. Richtig ungemütlich wird es dann aber erst am Sonntag und auch am Montag. Da gibt es kräftige Regengüsse und auch kräftigen Wind. Die Temperaturen gehen dabei am Sonntag vorübergehend zurück. Am Montag wird es wieder sehr mild und dann kann sich das Wetter beruhigen.